and thinking, baby, I wanna love you better. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hallo! Ja, wir diven direkt into it. Ja, wir diven direkt into it. Ich werde euch an diesem Wochenende mitnehmen, was ich so mache. Und wir werden uns heute... Und man hat dich echt lange in Videos nicht gesehen. Die Leute sind bestimmt traurig gewesen, oder? Weiß und schwarz-weiß und dann so... Dieses... Auf jeden Fall werde ich euch Wochenende mitnehmen. Und wir werden euch beim Wohnungsputz jetzt gleich mitnehmen. Das sind Aljana und Marcel. Ja. Es ist jetzt 11:55 und an einem Samstag. Mm. Und wir werden jetzt die Wohnung putzen. Quality Content. Also wir werden jetzt Wohnung putzen, weil die sieht furchtbar aus. Ich blende euch gleich mal ein paar Videos ein. Zumindest das, was wir preisgeben wollen. Und dann habe ich Proben. Morgen habe ich 2 Tanzauftritte und 2 Modenschauen. Ich sollte mich so ein paar... Also wir präsentieren als Tanzstudio so ein paar Kleider und so. Und ich habe zum Beispiel auch ein Brautkleid an. Und... noch so anderen Kram, den ich mit euch machen werde. Also viel Spaß bei dem Video. Ich muss auch viel Spaß bei dem Video wünschen. Ja, viel Spaß. Kommen Sie mit, kommen Sie rein. Batterie bei 100%. Verbunden mit iPhone von Aljana Sophie. Nein. Und Aljanas MacBook. Ah, ich schwöre, mein MacBook ist so eine Schlampe. Die verbinden sich sofort mit dir allem, obwohl das irgendwo geschlossen da hinten liegt. Und dein Handy nicht. Oh, keine so gute Connection. Oh. Echt, der Mr. Weasley. True. Das ist mein Hörbuch. Und ein schön frisch geduschter Junge. Hier ist theoretisch auch schön, aber hier ist mein Tanzkram. Ha, mega! Es ist jetzt alles wieder so sauber und ordentlich und es ist richtig, richtig, richtig schön sauber. Ich fahre jetzt los, denn ich habe jetzt Probe von 15 bis 18 Uhr und ich muss echt los, also das ist eigentlich schon zu spät. Genau, also meine Tanzlehrerin veranstaltet in so einer Location einen Flohmarkt und so ein großer Flohmarkt auch mit Ballkleidern, Brautkleidern und sowas alles und da machen wir vom Tanzstudio ein bisschen Show, also einmal um 15 Uhr, einmal um 17 Uhr morgen machen wir einmal einen Tanz und dann eine Modenschau, wo wir halt diese krasseren Kleider halt vorstellen. Ich habe ein Brautkleid, ein Ballkleid und noch so ein Abendkleid. Vielleicht kann ich heute schon ein, zwei euch zeigen. Die sind echt schön. Und jetzt geht's los. Und danach muss ich noch einkaufen, weil Montag ist Feiertag. Entfernten sich rasch. Welche Regenmutter will es mir nicht sagen? Ich frage. Oh,
Und wie hast du gut zusammengepackt alles? Ja, alles gut zusammengepackt. Eingepackt und losgeradelt. Dann bis morgen Abend. Ja, ich hab dich lieb. Mach dir eine schöne Zeit. Jo. Genieß das. Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und ich mach dir Videos von mir auf dem Laufsteg. Sehr schön. Die Probe war gut und es hat Spaß gemacht. Dieses Bodenschau-Ding ist irgendwie echt lustig. Jetzt gehe ich einkaufen. Dann wollte ich Bananenbrot backen. Können wir ja gemeinsam tun. Dann wollte ich abends auf jeden Fall richtig schön gemütlich. Ach nee, ich muss duschen, Nägel machen und sowas alles, weil ja morgen ich habe offene Schuhe. Und dann muss ich um Mitternacht meine Schwester abholen von einer Feier. Ja, also ganz viele Sachen. Jetzt geht's erstmal einkaufen. Gibt es bei mir erstmal das volle Programm. Ich gehe jetzt baden, werde mich rasieren, meine Fußnägel machen. Aber meine Fingernägel auch. Oh nee, die Wäsche muss noch in den Trockner. Und Haare waschen und alles. Dafür habe ich circa eine Stunde. Und dann muss ich los meine Schwester abholen vom Bahnhof. Mal bitte meine Haare an. Und guten Morgen. Ich muss gleich los, aber dafür muss kurze Zeit sein. Ich habe es zum ersten Mal hinbekommen. In meinem Leben. Dass ich mir lange, gesunde Haare anzüchte. Ich habe wirklich so viele Jahre immer diesen Struggle gehabt, dass sobald sie lang wurden, wurden sie so richtig kaputt. Und dann, ich kam immer nicht über die Länge so hinaus gesund. Und dann musste ich immer wieder alles abschneiden. Und jetzt ist einfach, ich kann einfach jetzt richtig lange Haare haben. Ich liebe das. Ich finde die so schön und ich liebe die Farbe. Das ist wirklich etwas, was ich an mir ganz toll finde und wofür ich dankbar bin, weil dafür kann ich ja im Prinzip nichts, außer Genetik. Also was ich basically, was so mein Game Changer war, war, mein Haartyp ist fertiger Ansatz, trockene Spitzen. Und meine Friseurin meinte dieses Jahr, dass ich mal darauf achten soll, weil ich meinte, dass es bei mir irgendwie nicht funktioniert, dass die Spitzen gesund bleiben, dass ich meine Spülung oder Haarpflege und alles einkämme. Nicht nur die Spülung einfach so reinmache und dann kurz warte, sondern dass ich sie wirklich reinkämme, weil dann geht sie an jedes Haar ran. Das habe ich anders gemacht. Plus ich habe angefangen nach dem Duschen, wenn ich weiß, dass ich meine Haare locke, habe ich nach dem Duschen so ein Heat Cream Dings reingemacht, wenn die Haare noch nass waren. Und dann mein Lockenstab geht auch nicht über eine bestimmte Gradzahl. Also ich denke, das waren so die drei Hauptaspekte, die bei mir dazu geführt haben. Ich versuche mir hier so ein bisschen meine Sachen zurechtzulegen und dann wollte ich mir noch was Frisches zu essen machen. Also ich habe jetzt schon ein paar Snacks, die ich auf jeden Fall mitnehme. Also ich habe beim letzten Auftritt gemerkt, gut, das wird jetzt nicht halb so krass wie die letzten Auftritte von Anstrengungsgrad her, weil es wirklich nur ein kleiner Tanz ist. Der ist wirklich nicht lang und es sind nicht
10 anstrengende, eine Stunde durchtanzen. Aber was ich gemerkt habe, ist, wenn ich so aufgeregt bin und wenn ich dann schwitze und alles, dass mir dann irgendwie was Salziges gefehlt hat. Und deswegen habe ich mir jetzt was Salziges gekauft, was ich mitnehme. So Bruschetta. Und dann habe ich 2 Riegel. Jetzt werde ich mir noch Brot schmieren und Apfel schneiden. Und dann hoffentlich reicht das für den Tag. Und eigentlich muss ich frühstücken, damit es für den Tag reicht. Aber ich bin halt aufgeregt. Ach ja, Bananenbrot nehme ich mir auch mit. Und eigentlich wollte ich Eier frühstücken. Das wäre am besten noch. Ich habe noch eine halbe Stunde. Ich habe hier zusammengesammelt, was mein Outfit für den Tanz wird. Und die Kleider sind dann schon vor Ort. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, aber Marcel war die ganze Nacht nicht da. Also er hat, wenn er die Musik auf einem Geburtstag macht, oder eine Musik auf einer Veranstaltung macht, dann machen wir es meistens so, also er ist DJ und er hat jetzt zum Beispiel heute Nacht auf einem 30. Geburtstag die Musik gemacht und da machen wir es jetzt, oder machen wir es halt so, dass er dann bei seinen Eltern schläft, wenn er dann irgendwie zwischen 4 und 6 nach Hause kommt oder so, weil er, also erstens sein ganzes Equipment, sein DJ-Equipment ist bei seinen Eltern gelagert, auf dem Dachboden und alles, die ganzen Boxen und Lichter und sowas alles und dann fährt er immer zu seinen Eltern, also seine Eltern wohnen auch nur 10 Minuten von uns entfernt und da, wo seine Eltern sind, quasi da 2 Minuten von denen, steht auch der Hänger, den er sich immer von meinen Eltern ausleiht und dann holt er den Hänger. Wir läden ihn und wenn er dann halt nachts, wird es keinen Sinn ergeben, wenn er dann herkommt, sein ganzes Equipment hier in der Straße parkt, dann schlafen geht und dann wieder los zu seinen Eltern fährt. Deswegen fährt er zu seinen Eltern, schläft dort, entlädt dann morgens direkt das Equipment, bringt den Hänger weg, kommt wieder her, dann muss er nicht achten. Soll ich mal hin und her fahren? Wir können ja gleich schon mal vorab gucken und vielleicht gibt es später dann noch einen Flohmarkt-Haul, wenn ich ein paar Sachen ergattern kann. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Geld mit. Ich habe jetzt noch einen Kleiderwechsel bekommen. Ich ziehe dieses Märchenkleid noch an. Also ich habe 3 Kleider und das ist so schön. Das ist wirklich richtig schön. Ich hätte nichts lieber als einen Anlass, um dieses Kleid zu tragen. Gott, so schön. Das hier möchte ich jetzt einmal anprobieren. Das könnte, glaube ich, richtig schön aussehen. So richtig elegant. Das sieht so gut aus, Jana. Wie? Ein Kater. Das sieht heftig aus. Ja? Das sieht auch einfach so. Wie war deine Nacht? Oh, die war sehr lang. Das war richtig weit weg von uns. Ich musste über eine Stunde fahren. Und um ungefähr 2:30 war das zu Ende. Das haben wir noch abbauen. Und dann war ich um 3:45 bei meinen Eltern. Hab da übernachtet. Und morgens dann um 12 morgens.
ausgeladen. Aber es war jetzt nicht die längste Nacht, ne? Also du hattest ja schon mal Nächte, da warst du um 7 zu Hause. Ey, früher, ich war so dumm und hab das gemacht, bis 6 Uhr Dorfparty, die um 19 Uhr losgeht, Bruder, das war so, das waren Zeiten. Hast du gerade Bruder zu meinen Followerinnen gesagt? Das ist colloquial. Wie Olaf Scholz sagen würde, liebe Freunde und Freunde. Lauf, warte so. Richtig gut. Ich bin so müde. Aber ich bin jetzt zu Hause und es war an sich, also es war körperlich jetzt fast, also gar nicht anstrengend. Nicht so wie die letzten Male, weil wir hatten ja nur einen Tanz, der ging fast 2 Minuten und war mit einer Unterbrechung drin und so. Deswegen alles easy. Aber sozial ist man natürlich ein bisschen ausgelaugt und ein bisschen müde einfach. Und ich freue mich, dass morgen Feiertag ist. Und es war aber richtig, richtig cool. Also hat voll Spaß gemacht und es hat mit dem Mädel so viel Spaß gemacht. Und es ist dabei geblieben, dass ich das eine Kleid gekauft habe, dieses Business-mäßige.